Servus Leute, heute zeige ich euch, wie ihr die Dichtung von der Brühgruppe, wo diese an der Maschine andockt, austauscht, ohne zum Beispiel das Keramikventil auszubauen. Das ist, könnt ihr anwenden für fast jede Siemens Kaffeemaschine, also Eco 3, Eco 500, Eco 9. Die haben eben diese Dichtungen, einfach nur einen ganz dünnen Schraubenzieher oder vielleicht eine Büroklammer nehmen und das Ding hupft eigentlich relativ einfach raus und genau in dem, ja, in derselben Richtung, also in der umgekehrten Reihenfolge wieder reingeben. Ist ja etwas knifflig, bevor es einmal jetzt so in dieser Position ist. Dann schiebt ihr das Ganze etwas leicht hinein, bis ihr in dieser Rille seid. Dann schiebt ihr einfach den Gummi in die Rille entlang. Irgendwann springt dann der Dichter komplett von alleine halt hinein. Und ihr habt es gewechselt. So. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Und wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Und ja, bis zum nächsten Video. Papa.